In diesem Video geht es um das Mapping, also die Zuordnung von Materialien und Querschnitten. Und dann schauen wir uns auch die Definition von Gelenken natürlich wieder mit Blick auf das analytische Modell an. Ja, das hier ist immer noch das gleiche Modell, was wir in den vorhergehenden drei Videos erstellt haben. Wir sehen jetzt die Ansicht auf das physikalische Modell und parallel, ich schalte um, gibt es ja das Berechnungsmodell, das analytische Modell. Ich habe jetzt hier lediglich im Vergleich zum letzten Mal die Lasten ausgeblendet. Und wir wollen jetzt mal reinschauen hier oben in diese Sophistic Ribbon Bar. Wir haben ja das Modell auch im letzten Video schon einmal einfach vernetzen und verrechnen, berechnen lassen. Aber was wir noch nicht gemacht haben, uns das mal in Ruhe anzuschauen. Und da wollen wir mal hier reinschauen in das Mapping. Es gibt also ein Material-Mapping, das bedeutet also eine Zuordnung der Materialien, die jetzt in Revit verwendet werden, zu einem Material, was viel mehr beinhaltet, was dann auch zur Berechnung verwendet werden kann. Also hier haben wir beispielsweise ein Material, das heißt in Revit Beton C 2530. Wir wissen aber nicht, ob dort alle Informationen enthalten sind, die für die Berechnung benötigt werden. Und deswegen übersetzt Sophistic das in ein entsprechendes genormtes Material. Das passiert automatisch. Man hat aber selbstverständlich die Möglichkeit, hier einzugreifen. Man könnte also tatsächlich händisch Werte überschreiben. Und wir finden hier eben noch viel mehr Informationen, wie zum Beispiel Arbeitslinien, die wir auch verwenden und verändern könnten, oder beispielsweise thermische Eigenschaften oder auch Eigenschaften zu Kriech- und Schwindkurven. Also, das ist die Automatik, dass hier das Material zugewiesen wird. Man könnte natürlich auch komplett neue Materialien definieren, wenn man mit der Zuordnung überhaupt nicht zufrieden wäre. Das ist das eine. Das zweite ist das Querschnittsmapping, die Zuordnung von Querschnitten. Hier hat jetzt die Anwendung also vier Querschnitte gefunden, offensichtlich zwei Stützenquerschnitte und zwei Unterzugsquerschnitte. Das sind ja genau die, die wir angelegt haben. Auch die werden übersetzt in einen Sophistic-Querschnitt, der dann wiederum viel mehr beinhaltet. Wenn wir hier mal beispielsweise auf diesen Unterzug klicken, dann sehen wir, dass hier viel mehr Informationen noch mit jetzt vorhanden sind, als im Revit ursprünglich vorhanden waren. Beispielsweise hier untere Bewehrung, die wir als Mindestbewehrung verwenden können. Die kann man natürlich auch ändern. Ja. Dann ändert sich auch der Wert. Oder wir haben hier seitliche Eisen, also quasi konstruktive Eisen, die wir fixieren können, was bedeutet, dass sie bei einer Erhöhung der Bewehrung dann nicht erhöht werden. Und so weiter. Also, das wäre das entsprechende Querschnittsmapping. Sie können auch, wenn das also nicht Ihren Wünschen entspricht, einen ganz neuen Querschnitt hier auswählen und den dann dem entsprechenden Revit-Element zuweisen. Wunderbar, das sind diese beiden Punkte, über die wir sprechen wollten in diesem Video. Und das weitere, das sind Randgelenke. Vielleicht wissen Sie es, Sie können zwar Gelenke an Stützen in Revit definieren. Sie haben aber keinerlei Möglichkeit, wenn es um Gelenke an Wänden oder Decken geht, diese zu definieren im puren Revit. Sophistic ermöglicht Ihnen das. Wir schauen hier oben hin und finden eben einen Knopf, der heißt Randgelenke. Und jetzt werden hier verschiedene Linien rot oder violett hervorgehoben. Und das sind eben die Randgelenke. Wir können mal, ich zoome mal etwas hervor, diese Wand hier auswählen, dieses Gelenk oben beispielsweise. Und dort haben wir jetzt die Möglichkeit, genau zu definieren, um was für ein Gelenk, wenn es sich denn um ein Gelenk handelt, ja, eingestellt werden soll. Hier voreingestellt ist fest, also eine feste Haltung. Wenn ich mal auf gelenkig umschalte, dann haben wir jetzt dieses Gelenk hier. Sie sehen, das ist jetzt grün. Also diese Verbindung ist jetzt als gelenkig eingestellt. Das heißt, die Wand ist gelenkig an die Decke angeschlossen. Nehmen wir mal dieses Gelenk hier auch noch hinzu.
Und da könnten wir jetzt eben auch ganz andere Dinge festlegen, neben gelenkig und fest könnten wir auch zum Beispiel sagen, alles frei. Wenn ich das mal einstelle, wir sehen die Farbe, dann ist so grau. Das heißt, jetzt hätten wir tatsächlich statisch keine Verbindung zwischen der Wand im Vordergrund und der Wand hier, die dort anschließt. Nehmen wir mal dieses hier noch hinzu. Und hier könnte man eben auch vollkommen benutzerdefiniert beschreiben, wie das Gelenk aussehen soll. Also neben der Verdrehung auch die drei Verschiebungen, also in Kantenrichtung, in dem Fall wäre das hier vertikal, in Bauteilebene, das wäre hier in der Ansicht horizontal, oder senkrecht zur Bauteilebene, das wäre hier in der anderen Ebene, auch da jeweils die Möglichkeit, fest oder frei einzustellen. Und auch das hätte wieder eine weitere Farbgebung zur Folge. Das wäre hier mit Gelb hervorgehoben. Das kann man also auch direkt dann visuell, wenn man die Farben sich einmal eingeprägt hat, sehen, was wir hier für Gelenke haben. Ja, das ist natürlich ganz wichtig und elementar, um überhaupt eine statische Berechnung durchführen zu können. Und ohne unsere Sophistic-App wird Ihnen das schwerfallen, das in Revit zu definieren. Das war's für dieses kurze Video. Im nächsten Video schauen wir uns dann weitere Funktionen aus der Sophistic App in Revit an. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.